Hallo, schön, dass ihr da seid. In der letzten Folge stand ich vor einem Boss. Ach ja, ich darf es nicht vergessen. Leute, ich versuche das ohne Hilfe zu schaffen. Haltet Backseat Gaming, Tipps und all diese Dinge bitte aus den Kommentaren raus. Alles, was das Spiel betrifft, an sich, so mein Gameplay und so, wie ich es mache. Ich möchte das wirklich ohne Hilfe schaffen. Und Spoiler und eben Backseat Gaming in den Kommentaren auf YouTube bitte raushalten und natürlich auch hier im Stream. Ich stehe direkt vor einem Boss. Ich habe mir eine Abkürzung freigeschaltet. Von hier aus. Und werde auch direkt dorthin gehen. Beim letzten Mal, in der letzten Folge, quasi gestern, habe ich es fast. Fast. Beim First Try gemacht. Den Boss. Ach. Okay. Das ist gut gegangen. Haha, den muss ich mir merken, dass ich den platt mache, wenn ich hier runterspringe. Ja, beinahe First Try. Eigentlich würde ich gerne probieren, noch ein bisschen zu parieren. Allerdings habe ich das falsche Schild dafür. Deswegen, ja, wurscht. Kriege ich hier Schaden? Ja, nee, echt jetzt? Irgendwas hat mich getroffen. Blöderweise. Ah, und er geht zügig rein. Das ist auch sehr angenehm. Aber kann ich direkt eine saufen? So, also, let's go. Autsch. Autsch. Gut, also ich vermute mal, dass das jetzt auch nicht gerade der schwerste Boss in diesem Spiel ist, aber das ging gut klar. Das ging echt gut klar. Okay. Jetzt ist ein bisschen die Frage, hier hat sich jetzt ein Tor geöffnet, aber da hinten war ich noch lange nicht fertig. Trotzdem werde ich mir mal angucken, was hier so geht. Hier steht noch was. Spähe über das Cliff und halte das Banner hoch. Wett? Welches Banner? Alter, wie geil das aussieht. Alter Schwede. Stark. Banner nicht im Inventar. Okay. Gut. So viel dazu. Na schön. Dann halt nicht. Ach, warte, hier kann ich direkt den Feuerbandschrein auswählen. Ist auch cool.
Welcome home, Ashen One. Hi. Speak thine heart's desire. Speak thine heart's desire. Very well. Very well. Then touch the darkness within me. Die Dunkelheit in dir berühren. Nourishment from these sovereignless souls. Diese herrenlosen Seelen. Ich hatte ein Problem mit Geschicklichkeit. Wie viel Geschicklichkeit hatte ich gebraucht für den Bogen? Weiß ich nicht. Ich gehe aber mal eins auf Geschicklichkeit. Ausdauer, jawohl, machen wir auch nochmal ein bisschen hoch. Let's go. Farewell, Ashen. Gut. Ich habe einen Boss besiegt. Hast du mir irgendwas zu sagen dazu? Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. Ja. We're talking true legends, those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. Wahnsinniger Typ. Hat der noch irgendwas zu sagen, nachdem ich jetzt den ersten... Hey, wer bist du denn? Unkindled, are we? Doch, ich bin ziemlich entfacht gerade. Then these red eyes are for you. Ah. To pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Pillage embers for briefly heightened strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Gut, er hat das gleiche nochmal gesagt. Hey, Kumpel. Fret not, my feet are here firmly planted, for I am a lord, and this is my throne. Ludleth aus Kurland, okay. Do not. Bleib nicht zu lange fort. Ich werde es versuchen. Jetzt muss ich mir doch noch mal ganz kurz angucken, was der Kollege mit den Äpfeln, weil er sagt, die Stärke erhöhen. Aber das stimmt doch gar nicht. Gegenstandseffekt, Invasion einer anderen Welt. Nee, das will ich ja nicht. Ist ja Quatsch. Also war das, was er erzählt hat, Unfug? Ich denke. Wenn irgendwer gerade im Stream rumhängt und mir zuhört, wie sieht denn die Qualität aus, Leute? Wie sieht die Qualität aus? Ja, kommt halt her jetzt, ihr beiden. Hier sonst irgendwas? Oh, Jungs, ich habe gerade mein Fußrodar benutzt. Ey! Bazi da oben. Oh, wie langsam die laufen, ey. Die schlafen bald ein. Ach, und jetzt drehen sie um. Und der Bogen, der Armbrustschütze sieht mich noch? Nee. Ah. Okay. Gut. Erledigt. So, da oben sind die zwei Ritter noch. War hier noch irgendwo ein Boy? Nee. Ich habe im Hinterkopf noch, dass ich diesen Schlüssel mal kaufen könnte. Und dann diesen Typen befreien, den ich da in der Gefängniszelle gesehen habe. Jetzt bin ich zu spät dran, ne? Es wäre gerade der perfekte Moment gewesen, ihn von hinten zu erschlagen.
Oh, Jungs, chillt mal einen Moment. Ja, komm mal hier runter. Ah, ihr seid natürlich jetzt zu zweit, das gefällt mir nicht. Aber hier haben wir Platz zum Kämpfen, wenn ihr mitkommen wollt. Ja, und jetzt? Habt ihr irgendwie Befehle, hier nicht herzukommen, oder? Oh, die können da gar nicht langlaufen. Die haben da eine unsichtbare Mauer vor der Nase. Wow. Okay, witzig. Boah, wenn die beide auf einen einprügeln, das ist schon echt mies. Hau mal zu. Nein, nicht so. Ach, Jungs. Das ist doof. Leute, ey. Ey, komm. Ja, ich weiß nicht. Ich muss jetzt sowieso ans Lagerfeuer. Boah. Ja, komm, ey. Gerade nochmal von vorne machen. Ich hab schon viel zu viel saufen müssen jetzt hierfür. Gegen zwei ist einfach mies. So. Aha, der Bogenboy ist auch wieder am Start. Der Armbrustboy. Komm, hau zu jetzt. Aua! 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 Die sind schon gefährlich, die Jungs. Uff, uff, uff.
Ja, nochmal irgendwo einen dampfen. Okay. Da oben. Den höre ich stampfen. Haben wir hier noch irgendwas anderes, was mir gefährlich wird? Nee, sieht gut aus. Scheiße. Geht doch. Zwar schon wieder viel zu viele Flakons verbraucht für die paar Boys hier, aber... Luzerne. Mhm. Ah, da ist einer mit einem blauen Mantel. Hatten wir noch nicht. Okay. Ich guck mir erstmal den Kollegen mit dem blauen Mantel an. Okay, du bist auf jeden Fall ein Feind. Und du hältst einiges aus. Alter! Boah! Und schnell ist er auch noch. Junge, Junge! Nein, ich kann nicht mehr heilen. Ach, fuck, was ist mit ihm los? Oh, Mann, okay, okay. Ich muss vielleicht doch das andere Schild nehmen. Ich möchte das andere Schild nehmen, womit ich eventuell parieren kann. Und dann werde ich das jetzt lernen. Dann werde ich das jetzt, das Timing versuchen, mir beizubringen. Dann werde ich mir jetzt das Parieren-Timing beibringen. Nee, falsch. Ach komm, ey. Nee, falsch. Falsch. Ja, jetzt kommt der Bogenboy, ne? Ja, der Armbrustboy kommt jetzt natürlich auch noch dazu. Ja, komm, ey, dann... Du bist doch ein Trottel. Und du? Hau zu jetzt. Was soll das? Warum? Ich verstehe das Timing vom Parieren nicht. Wo, wann soll ich denn? Ach, wir haben uns jetzt gegenseitig. Okay, na gut. Da war es irgendwie halbwegs verständlich. Das war jetzt okay. So, du bist ein Schwertboy da oben. Mit dir habe ich es leichter gehabt, gerade gefühlt. Komm mal her. Okay, bei denen geht's. Okay, mit den Schwertern scheine ich ganz gut klar zu kommen.
Ich habe aber jetzt schon wieder nur noch einen Flakon, ne? Guck mal hier rauf. Das ist dumm da unten. Kommst du mir hinterher? Ja. Das ist okay. Ich hätte nämlich gerne meine Seelen, bevor ich sterbe. Das waren schon ein paar. Und dann heile ich mich kurz. Auch wieder neue Flakons. Ob ich da mal durchkomme? Aber hier ist gut zum Trainieren. Hier ist gut, um das Parieren-Timing zu trainieren. Ah, du lebst ja noch. Ich hab's gewusst. Zu früh oder zu spät oder? Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, das war definitiv zu früh. Bisschen später vielleicht. Bei den Lanzen. Nee, das war zu spät. Das war auch nix. Da hat er mein Schild getroffen, aber ich glaube, ich war diesmal zu spät dran. Komm, hau mich doch jetzt. Hä, da hat er wieder das Schild irgendwie getroffen, aber... Kann ich die Waffe vielleicht gar nicht so parieren? Okay, da hat's jetzt funktioniert. Sind das vielleicht bestimmte Angriffe, die ich parieren kann und manche nicht? Wow. Muss ich meine Geschicklichkeit oder irgendeinen Wert vielleicht für die Balance oder so erhöhen, damit ich besser parieren kann? Warte mal. Kann ich mir hier nicht... Doch, Erklärung. Stufe, Seelen, Vitalität, Kondition, Belastbarkeit... Bestimmt gemeinsam mit weiteren Attributen die physische Verteidigung. Ist bestimmt zudem die maximale Belastung und die Giftresistenz. Okay. Es wirkt sich auch auf die Angriffskraft aus, verringert die Zeit, um Zauber zu wirken und reduziert den Fallschaden. Ich glaube Glück. Nee. Nee, es scheint keinen Wert zu geben. Die Fähigkeit, Angriffe abzuwehren und dabei die Kampfpose beizubehalten. Ja doch, Balance eventuell. Könnte der Wert sein. Dann schaue ich, dass ich auch ein bisschen Balance hochkriege. Dann schaue ich mal, dass ich auch ein bisschen Balance nach oben bringe. Ich verstehe... Ja, da hat es jetzt geklappt.
Komm, hau zu. Ach, komm, ey. Ist mir zu blöd, auf den zu warten. Hey Julius, grüß dich. Nee, das war Quatsch. Ich bin hier gerade am Parieren üben. Also nicht wundern, was ich hier tue. Ey, ich verstehe es nicht. Komm, hau mich. Ja, bei dem ist egal jetzt. Okay, ich... Ey, der Stream läuft jetzt über die Grafikkarte, die Aufnahme über den Prozessor. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel laggt. Ganz selten nur. Also eigentlich macht das absolut keinen Sinn, dass ich hier Lags habe, um ehrlich zu sein. Das Spiel ist alt, meine Maschine, also mein Rechner kann das locker. Ich mache jetzt einfach mal die Quali auf hoch und nicht auf Max. Hä? Danke. So, jetzt haben wir hier den Kollegen noch. Der hat so einen Speer. Mit dem Speer komme ich noch nicht so ganz klar. Komm her. Den zu parieren, das ist noch ein bisschen seltsam. Alter, vor allem, wenn er so schnell zusticht. Nee, das war nix. Gibt's doch nicht. Nein, den Angriff brauche ich nicht versuchen zu parieren. Das ist alles Quatsch. Warum? Ha, vielleicht liegt's auch an dem Schild, dass der Schild einfach ein bisschen zu klein ist dafür. Komm, ich versuche mal jetzt weiter zu. Ich versuche ein bisschen Fortschritt zu kriegen. Jetzt geht's um Fortschritt. Let's go. Bisschen parieren habe ich schon gelernt. Oder Loot? Nee. Boah, Alter. Ey, ah.
Die sind echt mies. Alter, ja, ist ja gut, ey. No chance. Gegen warum? Gegen diese Pissnelken, ey. Okay. Vorhin war ich schon wesentlich weiter. Ich stand schon am Eingang von der Kirche da oben. Ärgerlich. Ach komm, ihr da unten, könnt ihr mal mir gestohlen bleiben? Kommen die mit? Nee. Ey, was zum Teufel ist hier los? Schnauze! Oh, okay. Gut, mit dem links lege ich mich jetzt erstmal nicht mehr an. Ich will ein bisschen Fortschritt machen. Ich guck mal hier rein. Hallo? 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 Können Sie mich hören? Hallo, sprechen Sie? Hallo? Ich bin der Untote von nebenan und Sie sind? The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Hi. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the foot of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Aha. Schau mal an. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Der blaue Pfad. Okay. What is wrong, unkindled one? What is wrong? Are you not a Lord Seeker? Head to the base. Warum laberst du mich nochmal an? Is this not the calling of your kind since ages past? What is wrong, unkindled one? Ja, okay, ich hab verstanden. Ich würde gern diese Leiter da oben benutzen. Aber das wird eine Abkürzung sein. Okay. Sorry, alte Lady, wenn ich ein bisschen Einrichtung kaputt mache. Tut mir leid. Ich bin auf der Suche nach Loot. Junge Dame, sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Bin gleich weg. Unsichtbare Mauer, nice. Okay, wie komme ich wohl da hoch? Das wird wild. Da bin ich ja mal gespannt. Aber der nächste Schritt scheint runter zur Mauer zu sein. Das heißt, ich frage jetzt, ich versuche nochmal den hier.
Ey, es geht einfach nicht klar. Ey, ich verstehe es nicht. Es macht absolut keinen Sinn hier teilweise, wann ich parieren muss und wann nicht. Ja gut, tschüss. Keine Lust jetzt zu sterben gegen den. Den probiere ich ein andermal. Oh Gott, ihr seid ja auch noch da. Ja. Ist okay, ist okay, ist okay. So, hier kommt eh keiner von euch durch. Und ich habe ein komisches Geräusch gehört. Naja, kann ich jetzt nicht zurückgehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwie geheilt oder so. Mega, wie das hier aussieht. Gefällt mir total. Das ist richtig cool hier. Och nee. Ach, okay. Hi, ja, von euch habe ich schon ein paar gesnackt. Nehmt ihr mich jetzt mit? Ja. Ihr schon wieder. Warum sind manche von euch freundlich und tragen mich und manche wollen mich fressen? Paul, grüß dich. Bist ja noch recht am Anfang. Ja, ich bin komplett am Anfang. Ab jetzt... stand vorhin schon dort. Joa. Ladies and Gentlemen. Wo bin ich hier eigentlich? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Willkommen am Boden der Hohen Mauer. Wieso Boden? Okay, diese Vereinigung da unten wirkt auch irgendwie seltsam. Der Hassbanner. Hat dich das jetzt so getriggert vom Viktor? Hallo Loot. Große Seele eines verlorenen Leichnams. Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen, Paul. Aber da war ich mir jetzt tatsächlich der Banner oder das Banner. Gibt's da, ist das... warum lasst ihr die Hunde auf mich los? Was soll das denn? Die Armen, die können doch auch nicht... Ey! Er wurde vom Tor zermalmt. Ich bin der Banner. super. Mach mal lieber wieder auf. Eigentlich würde ich gerne in die andere Richtung gucken. Wer bist du und warum lässt du die Hunde los? Erst draufhauen. Dann Fragen stellen. Hier ist nochmal ein Leuchtfeuer. Okay. Das war... Ich bin überrascht. Habe ich gerade Kanonenschüsse gehört? Ach, ihn da oben. Wait. Moment, ist das der Kollege aus der Erweiterung von Dark Souls 1? Der Typ, der einem hilft, den Drachen vom Himmel zu holen. Ey, wo kommt ihr denn her? Ich hab doch gar keine Rast gemacht am Leuchtfeuer. Haha, ihr seid mit Fackeln und Heugabeln bewaffnet. Wunderbar, das gefällt mir.
war's und wie? Wo bin ich hier? Ich eigentlich. Okay, Moment. Bevor ich jetzt hier lang renne, weil mir scheint, das scheint der. Also, ich glaube, das ist der Hauptweg, den man gehen soll. Guck ich doch nochmal kurz, was diese Versammlung da vorne treibt. Jungs, wir bleiben ganz ruhig. Oh, ey, oh, ey, oh, ich hasse Hunde so sehr. Die sind in keinem Dark Souls oder sonstigen Spielen irgendwie cool. Und vor allem sind sie hier verdammt schnell. Könnt ihr mal aufhören? Mann. Ihr seid ja miese Mistviecher. Seid ihr noch am Leben? Nee. Und was betet ihr an? Oh! Please, grant me death. Undo my shackles. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? Klar. I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Ja, klar. Oh. I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Cool. Und ihr wart irgendwelche Pilger, die etwas angebetet haben, was irgendwo in der Richtung ist. Ob der Drache damit was zu tun hat, keine Ahnung. Hier war noch Loot. Heimatknochen, ja klar, brauchen wir, wichtig. Ist irgendwer anders von euch noch am Leben? Nee? Ah, okay. Dann nicht. Köderschädel, ja, auch geschickt. Das wäre mies gewesen, wenn zwei aufgestanden wären, die mir in den Rücken fallen, ja. Oh, jetzt habe ich mich gerade vor dem da oben erschrocken, ey. Weil der mir im Bildschirm reingegangen ist, während ich hier runterschauen will. Okay. Hallo? Kleiner Lederschild. Ich weiß ja nicht, ob ich euch hier hängen lassen will oder euch alle runterhau. Ich habe das Gefühl, dass hier durchaus noch was passiert mit denen. Da unten sitzt so ein Boy. Mal kurz. Das ist mir ja alles, ist alles ein bisschen ungeheuer hier. Aus dir ist ein Baum gewachsen. Ja, von mir aus. Was seid ihr denn für eine... Aha, da unten sitzt einer und ihr seid ganz schön viele. Nee. Ja, das war ja klar. Wow, ich hab's nicht runtergeschlagen. So, weißt du was? Da ihr beschäftigt seid...
Hey, oh, ich hätte vielleicht doch erst die anderen killen sollen. Hey, hey, hi, grüß dich. Na, du heute auch hier? Oh, oh. Saufen, saufen, saufen. Saufen, mehr saufen bitte. Können wir einmal ganz kurz... Ah, nee, Leute, nee. Ihr seid irgendwie auf der Suche nach Erlösung oder so, keine Ahnung. Ah, weg hier. Das war ungeschickt. Keine Heilung mehr. Ja, bleibt ihr mal da unten. Guck mich nochmal hier um. Ey, okay, ihr seht auch... Aua! Miese Mistviecher. Was seid ihr denn? Da ist noch eins. Verkohltes Harzbündel. Okay. Sklavenkapuze. Hm, alles klar. Ich guck demnächst mal durch meinen Loot. Oh, hier liegt auch noch was rum. Oh, oh. Aha. Ich muss mal ganz kurz, wenn ihr gestattet, die Brandbombe, die mir da gerade gedroppt wurde. Hier ist einer von oben runtergefallen vorhin. Ja, guck mal. Da kommt er nämlich wieder. Die Brandbombe, die mir hier gedroppt wurde, die bringt mich auf eine glorreiche Idee. Triple Kill. Ganz genau. Wo ist der dritte? Hier war... Da. Wusste ich's. So, ihr seid erst auf mich losgegangen, als ich ein bisschen weiter vorgelaufen bin. Ken, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Genau, wirf auf den, den ich nicht anvisiert habe. Ja, das ist jetzt ungeschickt. Kannst du mal bitte nicht? Oh, eieieiei. Brandbombe, jop, okay. Wow. Ups. Lass mich heilen, bitte. Danke. Und hier war noch... Oh, da geht's, glaube ich, runter. Was hat der für mich? Arbeiterhandschuhe. Danke. Nee, sie feuert schon wieder Sachen auf mich. Ich will davon nicht getroffen werden. Kannst du aufhören?
Nee, lass mich hier raus! Wartet kurz. Das müssen wir anders machen. Das geht so nicht. Kann nicht gegen 5 kämpfen oder 6. Ich will dich nur umarmen. Ja. Das ist nicht die erste, die mich in diesem Spiel nur umarmen will. Nein, ich... Ach, ich depp. Autsch. Ho, ho, ho. So. Erlegt. Wie komme ich jetzt an den Loot da oben? So. Knochen von Loretta. Alter, was? Oh, ich höre was. Okay, irgendwo über mir. Knochen von Loretta. Wird der ist nicht hier dabei? Doch, hier ist er. Alter menschlicher Knochen. Knochen mit mehreren Löchern. Das ist eine Flöte. Alter menschlicher Knochen mit mehreren Löchern. Da hat jemand eine Flöte aus Knochen gebastelt. Eine Knochenflöte. Bekannt aus Film und Fernsehen. Estus Scherbe. Cool. Okay, was auch immer da gerade mit meiner Kamera passiert ist. Keine Ahnung, was hier los ist. Blut, was es hier alles gibt. Servus. Kleiner Gobbo. Also ich denke mal, die Richtung ist, da geht's weiter in die Richtung. Wirkt so. Das wirkt so, als würde es da weitergehen. Das heißt eigentlich... Würde ich ja schon mal gerne schauen, ob ich hier noch einen Loot finde. Hallo? Hallo? Ich sterbe hier jetzt. Ich werde hier jetzt sowas von sterben. Das ist so der größte Bait hier. Das ist der größte Bait, der hier unterwegs ist. So. Fluch. Seele? Okay. Ah, oh Gott! Och Mann! Da habe ich natürlich nicht drauf gehauen, ey. Ah. Oh Gott.
Das ist doch eine Schweinerei hier. Das ist so eine Schweinerei. Da habe ich natürlich nicht drauf gehauen. Oh. Du hast eine andere Farbe, du bist beweglich. Ja, klar. Oh Mann, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Da ist ein Topf. Da ist ein bisschen Loot. Oh nee. Draufhauen, später Fragen stellen. Die roten Augen haben mir nicht gepasst. Den musste ich killen. Das da vorne ist eins. Oh! Oh Mann, ey. Jungs. Chillt. Nee, 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 nicht laggen jetzt. Warum kommen hier alle paar Minuten? Das ist, glaube ich, timingabhängig hier mit dem Lag. Das hat nichts mit irgendwie Grafik oder so zu tun. Irgendein Speicher lädt sich vielleicht voll oder so. Ich brauch dringend Heilung. Ich kann leider hier nicht weitermachen. Ich muss wieder nach oben. Ach, wisst ihr was? Ich benutze die Dinger doch sowieso viel zu selten. Das war jetzt der falsche Schrein, aber egal. Kann ja auch ein bisschen leveln. Und mal kurz mit dem Zauberboy sprechen. Stimmt. Hm. Yep. Ich habe gesagt, Balance will ich ein bisschen hochbringen. Wait. Ich krieg Balance nicht hoch. Mit keinem meiner Werte. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen Belastbarkeit. Geschicklichkeit. Stärke. Ja, passt. So, wo ist der Kollege? Bist du hier? Ja. Hi. Oh, our champion of Ash. Welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this. And assure you of my leal service. Wahre Stärke entfalten? Seid ihr bereit? Let your true strength shine. Was? Ach, ich kann bei ihm auch leveln? Stufenaufstieg? Was? Ich krieg bei ihm ein Level, warum auch immer. Und dann hat er Zauber. Feuert einen Seelenpfeil, feuert einen schweren Seelenpfeil, greift mit einem Großschwert aus Seelen an. Verstärkt die rechte Waffe mit Magie. Ja, sowas in der Richtung würde ich, glaube mal probieren. Verstärkt den linken Schild mit Magie. So, solche Dinge würde ich mal ausprobieren, glaube ich, in Zukunft. Be safe. Warum auch immer ich bei ihm jetzt leveln konnte. Aber cool. Danke dafür und... Untoten Siedlung, ja.
Genau, da geht's weiter. Und wo uns das alles hinführt, wo mich das alles hinführt, ob ich den nächsten Boss genauso einfach besiegen kann wie den jetzigen und all diese Dinge und Fragen, werden in der nächsten Folge beantwortet. Danke fürs Einschalten, Leute, und bis zum nächsten Mal.